Jojo, ist zurück wieder. Ah, wir haben den Frosch. Jetzt da heute. Damit das eine Chance war. Es folgt das Kraftduell. Ja, das haben wir faktisch schon erledigt. Machen wir gegen Wiesbock oder haben. Ja, cool. Folgt das Kraftteil. Ah, ja. Schauen, ob es mir jetzt wieder umkackt. Naja, jetzt müssen wir mit dem Frosch da zurückbringen. Ich habe euch gehört, Wetzel, bleibt fort. Er erinnert mich an unseren Sohn. Ah, er fehlt mir oft zu dir. Ja, gib schon her, Junge. Oh, genau das hat gefehlt. Hervorragend. Dank dir ist unser Zahnweißtrank jetzt fertig. Und versprochen ist versprochen. Hier ist eine Kostprobe. Brauchst du irgendwas in einer anderen Farbe, um aus der Masse hervorzustechen? Nutze es weise, Schatz. Da drin ist nur eine Dosis. Farbwechseltrank. Aha. Er erinnert mich an unseren Sohn. Nicht schlecht. Er fehlt mir oft zu dieser Jahreszeit. Er wollte auch immer Ritter werden. Naja, schauen wir mal. Öfter sehen würden. Der Dolch sieht im Licht sogar noch schärfer aus. Hey, ich dachte, ich schnappe etwas frische Luft und arbeite an meinem Dolch. Wie mache ich mich so? Und? Wie schlage ich mich bisher in Daventry? Ich hätte dich fast in die Schublade dieser rehäugigen Rekruten gesteckt, die es nie zu was bringen. Aber du hast mich vom Gegenteil überzeugt. Du hast dich mit dem Drachen angelegt und überlebt. Und leider kann ich dich nicht in die Wetzelwolf-Wache aufnehmen. Wir können uns keine nachlässigen Wachen leisten. Wie in aller Welt kann man denn einfach so euer Bett stehlen? Wie soll das gehen? Du bist ja ein Schlaukopf. Wenn ich das wüsste, hätte ich es wohl kaum zugelassen. Falls ich nicht gerade so laut schnarche, wie der olle Brösler Bäume zersägt, hätte ich den Dieb hören müssen. Auf bald! Vertraue auf deinen Bauch. Naja, jetzt müssen wir wieder zu Boschwick zurückgehen. Wo wir schon mal waren. Weil ich vorgesagt habe, den Weg müssen wir sie merken. Ah.
Da waren wir auch noch nicht ganz. Natürlich. Das war die falsche Höhle, Scheiße. Oder? Na doch nicht. Das war nicht die falsche Höhle. Wenn ich es schnell hinunterschaffte, würde ich das Losungswort hören. Ulfi tut es leid, dass er wieder weg musste. Hatte Sternpilzkuchen als Snack. Liegt schwer im Magen. Ach, typisch. Beim nächsten Mal wählen wir einen neuen Vorsitzenden. Ich habe euch gerne gedient, aber wie ihr wisst, gehe ich nächstes Jahr in Rente. Meine Frau und ich wollen endlich einen Malkurs belegen. Wie süß. Die expressionistische Brücke. Ich nominiere Pilar für den Posten. Aber Pilar, du weißt doch, dass man sich selbst nominieren darf. Möchte sonst jemand unsere resolute Pilar als Vorsitzende nominieren? Nein, Ulfi will dich, Mordus. Wer hätte gedacht, dass ein einfacher Brückentroll von einem Kleinstadtflüsschen zum Gildenführer der in der mittelwestlichen Hemisphäre aufsteigen würde? Aber es wird Zeit, dass ich mich mehr um meine Familie kümmere. Verschieben wir das Thema auf nächste Woche. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sollen wir unser Ziegenkonsumembargo aufheben? Ich sehne mich noch gebratene Ziegenkeule. Mit einem leckeren Raclette. Was ist das? Pilar, jeder weiß doch, dass es keine Ziegen mehr in Daventry gibt. Nur noch Einhörner. Olfi, sowas gibt es gar nicht. Ich hab's doch genau gesehen. Olfi, er hat eine dich Abkürzung. Über Ohr gehauen. Du Trottel. Aber alle anderen nennen sie doch auch Einhörner. Wenn alle von einer Brücke, also von meiner Rücke springen, springst du dann hinterher? Schalte dein Hirn ein und denk nach. Tetua. Okidoki. Das geht. Auf nächste Woche. Man sollte meinen, wer eine so große Kopf hat, hätte nicht nur ein Schwanz im Hirn. Olfi, du lässt dich zu leicht unterbüttern. Steh für deine Rechte ein. Aber Olfi mag Butter. Hoffentlich ist es kein Spion. Kommen wir zum nächsten Punkt. Muss der Wind sein. Beim nächsten Mal wählen wir einen neuen... Oh, vielleicht die Croissant-Lieferung? Kommen wir zum nächsten. Was? Was war das? Man sollte mal... Hoffentlich ist es kein Spion. Kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt bitte das geheime Klopfzeichen. Und dann? Du gehörst nicht zu uns. Beim nächsten Mal wählen wir einen... Das geheime Klopfzeichen, bitte. Ja, und? J'accuse! Verschwinde! Man soll... Jetzt das geheime Klopfzeichen. Und? Das war falsch. Bist du das, Kyle? Kommen wir zum nächsten Punkt. Sollen wir unser Ziegenkonsumembargo aufheben? Ich sehne mich nach gebratener Ziegenkeule. Ja. Leckere Raclette. Villa, jeder weiß doch, dass es keine Ziegen mehr in Daventry gibt. Nur noch Einhörner. Olfi, sowas gibt es gar nicht. Ich hab's doch genau gesehen. Oh, das geheime Zeichen. Beziehungsweise. Aber alle anderen nennen sie doch auch Einhörner. Wenn alle von einer Brücke, also von meiner Rücke springen, springst du dann hinterher? Schalte dein Hirn ein und denk nach. Tetua. Okidoki. Verschieben wir das auf nächste Woche.
Man sollte meinen, wer eine so große Kopf hat, hätte nicht nur ein Spatz in hier. Wolfie, du lässt dich zu leicht unterbuttern. Steh für deine Rechte ein! Aber Olfi mag Butter. Die ist gut zum Einreiben für die Gelenke. Hör zu, Pilar. Ich bin ja auf deiner Seite, aber du musst mir auch entgegenkommen und die Kluft überbrücken. Mit welchem Kompromiss können alle leben? No. Keine Kompromisse. Diese undankbaren Winzlinge trampeln auf unseren Schultern herum und vergeuden keinen Gedanken daran, wer da unter ihnen ist. Sie steigen die Erfolgsleiter hinauf und vergessen, wer ihnen den Weg geebnet hat. Was haben wir davon? Voilà. Wir Brücken dürfen nicht mehr den Rücken krumm machen. Also ich weiß ja nicht, Pilar. Ich würde nicht sagen, dass sie uns nicht zu schätzen wissen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass sie es tun. Brücken wachsen nicht auf Bäumen. Sie wachsen auf uns. Wenn sie uns zurück wollen, dürfen die Gardisten uns nicht mehr das Rückgrat brechen. Olfi sieht das auch so. Die Gardisten mit den spitzen Schuhen tun Olfis Rücken weh. Okay, wir sind uns also einig, dass die Gardisten vorsichtiger über unsere Rücken gehen müssen. Das bringt uns doch schon etwas weiter. Beim nächsten Mal wählen wir einen neuen Vorsitzenden. Ich habe euch gerne gedient, aber wie ihr wisst, gehe ich nächstes Jahr in Rente. Meine Frau und ich wollen endlich einen Malkurs belegen. Wie süß. Die expressionistische Brücke. Ich nominiere Pilar für den Posten. Aber Pilar, du weißt doch, dass man sich nicht selbst nominieren darf. Möchte sonst jemand unsere resolute Pilar als Vorsitzende nominieren? Nein, Olfi will dich, Waddles. Wer hätte gedacht, dass ein einfacher Brückentroll von einem Kleinstadtflüsschen zum Gildenführer der zweitgrößten Gilde in der mittelwestlichen Hemisphäre aufsteigen würde? Aber es wird Zeit, dass ich mich mehr um meine Familie kümmere. Verschieben wir das Thema auf nächste Woche. Man sollte meinen, wer eine so große Kopf hat, hätte nicht nur ein Spatz in mir. Olfi, du lässt dich zu leicht unterbuttern. Steh für deine Rechte ein! Aber Olfi mag Butter. Die ist gut zum Einreiben für die Gelenke. Hör zu, Pilar, ich bin ja auf... Gib jetzt das geheime Klopfzeichen. Und? Saboteur, du gehörst nicht zur Gilde. Kusch! Kommen wir zum nächsten Punkt. Sollen wir unser Ziegenkonsum-Embargo... Hoffentlich ist es kein Spion. Beim nächsten Mal... Was? Was war das? Man sollte meinen, wer eine so große Kopf hat, hätte nicht nur ein Spatz in hier. Olfi, du lässt dich zu leicht unterbüttern. Steh für deine Rechte ein! Aber Olfi mag Butter. Die ist gut zum Einreiben für die Gelenke. Hör zu, Pilar, ich bin ja auf deiner Seite, aber du musst mir auch entgegenkommen und die Kluft überbrücken. Mit welchem Kompromiss können alle leben? No. Keine Kompromisse. Diese undankbaren Winzlinge trampeln auf unseren Schultern herum und vergeuden keinen Gedanken daran, wer da unter ihnen ist. Sie steigen die Erfolgsleiter hinauf und vergessen, wer... Es gibt nur vielleicht eine Möglichkeit, wenn man jetzt so zurückholt. Danke, dass du Olfi wieder rausgeholt hast. Es wurde immer hitziger. Das ist zurückrennt. Ich bin es leid, ihm ständig aufzumachen.
Er weiß wohl, dass wir keine Croissant haben. Er haut ständig ab. Besser, er beeilt sich. Wenn er das Losungswort weiß, müssen wir ihn reinlassen. Das Klopfzeichen. Und das Losungswort. Brück dich. Très bien. Olfi, tut es leid, dass er wieder weg musste. Hatte Sternpilzkuchen als Snack. Liegt schwer im Magen. Ach, typisch. Beim nächsten Mal wählen wir einen neuen Vorsitzenden. Jetzt bitte das geheime Klopfzeichen. Très bien. Das ist Falschspion. Wer hat dich geschickt? Larry? Man sollte meinen, wer eine so große Kopf hat, hätte nicht nur ein Spatzen hier. Okay. Was? Was war das? Kommen wir zum nächsten Punkt. Sollen wir unser Ziegenkonsum-Embargo... Jetzt bitte das geheime Klopfzeichen. Wer ist da? Gardist Numero 2. Beim nächsten Mal wählen wir einen neuen Vorsitzenden. Ich habe euch gerne gedient, aber wie... Jetzt bitte das geheime Klopfzeichen. Très bien. Und dann? Weiter. Jetzt noch das Losungswort. Brück dich, glaube ich, was? Brück dich? Das ist korrekt. Moment. Hey, du. Du siehst nicht aus wie ein Troll. Du siehst aus wie ein Bulle. Sehr schmackhaft. Das ist kein Bulle, das ist eine Gans. Und Olfis Freund. Lass ihn rein, Pilar. Er hat vielleicht Snacks. Olfis Freunde sind normalerweise erfunden. Ich bin ein Brückentroll. Mich geht es eigentlich gar nichts an. Ich bin ein Brückentroll. Also, dass ihr eure eigene Art nicht erkennt. Ich bin auch ein Brückentroll. Seht ihr? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Tja, ich weiß, dass Brückentrolle aus verschiedenen Regionen oft im Zwist stehen. Und ich bin nur auf der Durchreise. Freund oder nicht, du musst beweisen, dass du ein Troll bist. Tanz mit mir den geheimen Tanz der Brückentrollgilde. Dann werden wir sehen. Scheiße. Oh. Du bist ein Bulle. Das ist doch nicht die Kante. Okay. Oh. Ah, scheiße, jetzt haben wir verdrückt. X-Castle. Das ist doch nicht... Ja, da muss man im richtigen Moment wieder drücken.
Sache nicht aufhören. Okay. Aha. Da siehst du es, Pilar. Er scheint mir eindeutig ein Troll zu sein. Werter Herr Brückengans, Repräsentant von Luedor. Als Vorsitzender der Brückentrollgilde von Daventry sage ich willkommen bei dieser Sitzung. Ich freue mich auf die Einblicke eines Einzelnen in unsere Streitsituation. Solange er auf meiner Seite ist, ist alles gut. Ich bin es leid, das Volk von Daventry zu tragen. Und damit darum alle Trollhorn-Mundstücke einkassiert. Die können nicht mehr verwendet werden. Du liebe Güte, Pilar, das ist aber recht drastisch. No, nicht drastisch genug. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzen. Daventry hat seine Brücke abgebrochen. Und ich werde sämtliche Hörner in Brand stecken und zerstören. Wo sind deine Hörner, Pilar? Meine sind schon auf dem Hügel, wo ich auch diese hinbringen werde. Alle werden sie brennen sehen. Du Neuling, gib mir das, womit du gerufen wirst. Auch du gehörst dazu. Naja, ist ja wurscht, oder? Seltsam. Ich dachte, Luedor hätte andere Örner als wir. Gut. Der nächste Punkt der Tagesordnung ist unsere Verhandlungstaktik. Mit welcher Strategie wollen wir die Gardisten davon abhalten, auf unseren Rücken rumzutrampeln? Oh, sie sollen barfuß laufen, ohne scharfe Absätze. Ich finde, wir sollten ihnen die Beine abbeißen, damit sie kriechen müssen. Gut. Zwei sehr interessante Ansätze, aber wir müssen eine Option finden, die für alle Seiten tragbar ist. Was meinst du, Brückengans? Ich stimme Pilar zu, ich stimme Olfe zu. Ja. Ich stimme Pilar zu. Merci. Voilà, der Kleine hat einen rebellischen Geist. Er ist ihr willkommen. Verstanden. Weiter zum nächsten Punkt. Olfi, nächste Woche bist du mit den Snacks an der Reihe. Wollen wir Süßes oder Salziges? Olfi mag es lieber süß. Olfi, du bist sowas von unkultiviert. Mein Gaumen verträgt nur Herzhaftes. Das sind beides gute Argumente. Aber wir müssen uns einigen. Was meinst du, Brückengans? Naja. Auf der einen Seite weiß ich jetzt das nicht ganz. Oder jetzt nur immer der Pilar als da. Nichts ist leckerer als ein frisches Baguette mit ein paar Scheibchen Camembert. Vive la Revolution, ganz! Nächstes Thema. Wir müssen das Motiv für unsere Teamjacken aussuchen. Der Schneider kann nicht mehr warten. Olfi mag das Logo mit dem Einhorn, dem Schmetterling und dem Text: Wir bauen Brücken in die Zukunft. No. Unsere Jacken müssen spektakulär aussehen. Sie sollen möglichst auffällig und einprägsam sein. Ich bin für menschenfressende Trolle mit dem Slogan Troll wie Groll. Okay, beides gute Ideen, aber wir müssen uns jetzt auf eine Schiene einigen. Was meinst du, Brückengang? Ich bin Olfis Meinung. Ich liebe Schmetterlinge und Einhörner. Nichts geht über eine Brücke der Freundschaft. Nächster Punkt, Verhandlungstaktik. Die Gardisten sollen vorsichtiger gehen. Sie sollen barfuß laufen. Wir beißen ihre Beine ab und sie kriechen rüber. Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Wadl hat recht, ich nehme mein Horn und gehe. Richtig, Waddles hat recht. Wir wiederholen uns. Ich nehme mein Horn und gehe, bis das geklärt ist. Geh nicht, Kamerad. Wenn du deine Meinung änderst, wir sind hier.
Auch wenn ich eine neue Brücke rufen konnte, musste ich zurück, da der Fluss meinen Weg versperrte und ich ohne Olfis Mundstück nicht zurück zum Turnier konnte. Jetzt noch das Losungswort. Brück dich? Das ist korrekt. Moment. Na toll, der Neuling ist zurück. Très bien. Schmeiß einfach rein, womit sie dich rufen und wir verbrennen es. Seltsam. Ich dachte, Luedor hätte andere Örner als wir. Nächster Punkt. Verhandlungstaktik. Die Gardisten sollen vorsichtiger gehen. Sie sollen barfuß laufen. Wir beißen ihre Beine ab und sie kriechen rüber. Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Olfi hat recht. Toll. Weiter zum nächsten Punkt. Wollen wir nächste Woche süße oder salzige Snacks? Oh, süß. Salzig. Wir scheinen immer an denselben Punkten festzuhängen. Süß. Ja. Okay, die Teamjacken. Wie sollen sie aussehen? Schmetterlinge und Einhörner. Menschenfressende Trolle und Troll wie Groll. Ist das nicht schon entschieden? Olfi. Schön. Nächster Punkt. Verhandlungstaktik. Die Gardisten sollen vorsichtiger gehen. Sie sollen barfuß laufen. Wir beißen ihre Beine ab und sie kriechen rüber. Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Pilar hat recht. Merci. Weiter zum nächsten Punkt. Wollen wir nächste Woche süße oder salzige Snacks? Oh, süß. Salzig. Wir scheinen immer an denselben Punkten festzuhängen. Richtig. Waddles hat recht. Wir wiederholen uns. Ich nehme mein Horn und gehe, bis das geklärt ist. Geh nicht, Kamerad. Wenn du deine Meinung änderst, wir sind hier. Mir fehlte etwas. Ich musste irgendwie die Sitzung mit Waddles und Olfis Hornmundstücken verlassen. Aber dafür mal jetzt auch das Mundstück. Erhalten. Was ja auch ein kleiner Vorteil sein kann. Jetzt haben wir zumindest ein anderes Mundstück erhalten. Da können wir leider jetzt nicht mehr rufen, glaube ich. Da zumindest. Es war nicht das richtige Mundstück für dieses. Ah, das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Das ist nicht das Richtige, aber... Scheiße. Es war nicht das richtige Mundstück für dieses Horn. Ja. Beim nächsten Mal wählen wir einen neuen Vorsitzenden. Ich habe euch gerne gedient, aber wie ihr wisst... Das war das falsche Horn.
der Krampf mit den Heuern an. Endlich einen Malkurs belegen. Wie süß. Die expressionistische Brücke. Ich nominiere Pilar für den Posten. Aber Pilar, du weißt doch, dass man sich nicht selbst nominieren darf. Möchte sonst jemand unsere resolute Pilar als Vorsitzende nominieren? Nein, Olfi will dich, Waddles. Wer hätte gedacht, dass ein einfacher Brückentroll von einem Kleinstadtflüsschen zum Gilt... Irgendwie sind es angelegt, niedlich die Trolle da. ...westlichen Hemisphäre aufsteigen würde. Aber es wird Zeit, dass ich mich mehr um meine Familie kümmere. Verschieben wir das Thema auf nächste Woche. Man sollte... Scheiße, ich habe noch anders da. Hätte nicht nur ein Spatz in dir. Olfi, du lässt dich zu leicht... Jetzt noch das Losungswort. Beug dich. Brück dich? Das ist korrekt. Moment. Na toll, der Neuling ist zurück. Hm. Na toll, der Neuling ist zurück. Schreit einfach rein, womit sie dich rufen und dir verbrennen es. Seltsam. Ich dachte, Luedor hätte andere Örner als wir. Nächster Punkt. Verhandlungstaktik. Die Gardisten sollen vorsichtiger gehen. Sie sollen barfuß laufen. Wir brissen ihre Beine ab und sie kriechen rüber. Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Hm. Richtig. Waddles hat recht. Wir wiederholen uns. Ich nehme mein Horn und gehe, bis das geklärt ist. Nicht, Kamerad. Wenn du deine Meinung änderst, wir sind hier. Mir fehlte etwas. Ich musste irgendwie die Sitzung mit Waddles und Olfis Hornmundstücken verlassen. Ich frage mich jetzt nur, was man fährt. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Das ist eine gute Frage, was mir da jetzt wieder fehlt. Dass du Olfi da rausgeholt hast. Es wurde immer hitziger. Ich zweifle allmählich an seiner Treue zur Gilde. Er haut ständig ab. Wenn er das Losungswort weiß, müssen wir ihn reinlassen. Aber, Pilar, so würde ich das nicht sagen. Das Klopfzeichen. Und das Losungswort. Brück dich. Trebia. Olfi tut es leid, dass er wieder weg musste. Hatte Sternpilzkuchen als Snack. Liegt schwer im Magen. Ach, typisch. Jetzt sag das Losungswort. Brück dich? Das ist korrekt. Moment.
Na toll, der Neuling ist zurück. Très bien. Schmeiß einfach rein, womit sie dich rufen, und wir verbrennen es. Seltsam. Ich dachte, Luedor hätte andere Örner als ihr. Nächster Punkt. Verhandlungstaktik. Die Gardisten sollen vorsichtiger gehen. Sie sollen barfuß laufen. Wir beißen ihre Beine ab und sie kriechen rüber. Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Olfi hat recht. Toll. Weiter zum nächsten Punkt. Wollen wir nächste Woche süße oder salzige Snacks? Oh, süß. Salzig. Wir scheinen immer an denselben Punkten festzuhängen. Süß. Ja. Okay, die Teamjacken. Wie sollen sie aussehen? Schmetterlinge und Einhörner. Menschenfressende Trolle und Troll wie Groll. Ist das nicht schon entschieden? Ofi. Schön. Nächster Punkt. Verhandlungstaktik. Die Gardisten sollen vorsichtiger gehen. Sie sollen barfuß laufen. Wir beißen ihre Beine ab und sie kriechen rüber. Leute, ich glaube, wir drehen uns im Kreis. Du hast recht. Olfi hat recht. Toll. Weiter zum nächsten Punkt. Wollen wir nächste Woche süße oder salzige Snacks? Oh, süß. Salzig. Wir scheinen immer an denselben Punkten festzuhängen. Richtig. Waddles hat recht. Wir wiederholen uns. Ich nehme mein Horn und gehe, bis das geklärt ist. Mhm. Geh nicht, Kamerad. Wenn du deine Meinung änderst, wir sind hier. Mir fehlte etwas. Ich musste irgendwie die Sitzung mit Waddles und Olfis Hornmundstücken verlassen. Das war jetzt das Äußere, gell? Das war jetzt das Äußere. Ja, bei manchen Sachen magst du dich zum Deppen. Bei manchen Mundstücke. Olfi muss zurück zur Gildensitzung. Es ist fast Zeit für die Croissants. Zack, zack. Keine Zeit, Olfi muss zurück zur Sitzung. Naja, okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.